Was ist eigentlich ein Leimring und wofür ist er gedacht? Wenn ihr die Antwort noch nicht kennt, bleibt einfach dran. Um zu verstehen, was ein Leimring eigentlich ist, macht es Sinn, zuerst dessen Funktion zu klären. Ein Leimring ist eine giftfreie Möglichkeit zur Schädlingsbekämpfung an Stammgewächsen. Das heißt, man kann einen Leimring an Sträuchern, Obst- und Zierbäumen als Barriere gegen Schädlinge einsetzen. Heute stelle ich euch einen Raupen-Ameisen-Leimring von Predix vor. Zum Packungsinhalt gehören einmal der Leimring und ein Bindedraht, der mit Bast umwickelt ist. Der Leim wurde aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Er bleibt auch bei Frost und Kälte und bei Temperaturen bis 50 Grad über viele Monate lange wirksam. Wie sollte der Leimring angebracht werden? In einer Höhe von ca. 1 Meter sollte ein Leimring mit einer Mindestbreite von 6 bis 8 cm angebracht werden. Damit sich die Schädlinge keinen Schleichweg unter dem Band suchen können, das Band muss rundum dicht anliegen. Idealerweise lässt man das Band auf der vom Wind abgekehrten Seite überlappen. So kann der Wind das Band nicht öffnen. Kontrolliert regelmäßig, ob sich Brücken über das Leimband gebildet haben. Das können unter anderem umgeknickte Nachbarpflanzen sein. Also besonders nach starken Winden ein Auge darauf werfen. Nach dem Abschneiden der gewünschten Länge zieht man das Leimband in die Breite. Dabei unbedingt darauf achten, den Leim nicht zu berühren. Sollte doch mal Leim an den Fingern kleben, kann man diesen mit Waschbenzin ganz leicht entfernen. Das Band kann nun mit der Klebeseite nach außen um den Baum gewickelt und mit dem Bindedraht fixiert werden. Die Methode des Leimrings wird übrigens vom Bund Ökotipp für den umweltgerechten Baumschutz im Herbst empfohlen. Schädlinge wie Frostspannrauben kriechen Ende September zur Eiablage in die Bäume. Der Leimring verhindert dies. Die Schädlinge bleiben kleben oder versuchen erst gar nicht, den Leimring zu überqueren. Mit der Ausbreitung eines Leimrings im September verhindert man somit den Schädlingsfraß im Frühjahr. Weiterhin hindert der Leimring sämtliche blattfressende Raupen, Blutläuse und Ameisen vor dem Aufstieg in die Baumkrone. Das flügellose Weibchen des Frostspanners legt zwischen 200 und 300 Eier. Im Frühjahr schlüpfen aus diesen Eiern Raupen. Und diese Raupen haben nur eins im Sinn: fressen, fressen, fressen. Der Leim ist lange wirksam, auch wenn die Witterungseinflüsse stark schwanken. Minusgrade und auch Hitze mindern dessen Wirkung erst nach langer Zeit. Leim als auch Papier werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und sind frei von Insektiziden. Das Leimband ist im frühen Herbst anzubringen. Wichtig ist, dass der Leimring im Frühjahr abgenommen wird, ansonsten könnten junge Bäume, die sich gerade im Wachstum befinden, Schaden erleiden.
Außerdem hält man Nützlinge wie den Marienkäfer dann auch ab. Der Leim klebt sehr stark. Man kann diesen mit Waschbenzin am einfachsten entfernen.